Das hier ist unsere kleine Gemeinde. Und das hier, das musst du dir ansehen, das ist unser Apfelbaum. Auf den sind wir so richtig stolz. Hat viele Äpfel dieses Jahr. Richtig viele Äpfel. Das ist Adam, wohnt auch heute bei uns. Hier steht, du bist Neonazi. Darauf kommt man gar nicht, wenn man sich so anschaut. Alle, die hier waren, haben den rechten Pfad bei uns gefunden. Zum Beispiel Gunnar. Gunnar wurde vor 4 Jahren auf Bewährung entlassen. Khalid auch, ja? Tankstellen hat sie ausgeraubt. Aber vergessen wir mal das Thema. Konzentrieren wir uns auf dein Ziel, Adam. Was könnte das sein? Ich will etwas backen. Ein Apfelkuchen. Mein Ziel ist ein riesiger Apfelkuchen mit 6 Millionen Äpfeln. Mit den Äpfeln aus dem Garten. Unter anderem mit den Äpfeln aus dem Garten. Gute Idee. Du pflegst den Baum bis zum 1. August, bis die Äpfel reif sind. Dann pflückst du sie und du backst Apfelkuchen. Pissvögel, verpisset euch! Und jetzt? Was machen wir jetzt? Dann übrig für deinen Kuchen. Nicht, wenn wir dieses Problem nicht in den Griff kriegen. Warum lässt ihr nicht einfach die Äpfel fressen? Weil es Adams Äpfel sind und er auf seinen Kuchen backen will. Der kann doch nicht backen. Vermutlich stellt der Satan uns auf die Probe. Indem er mich nicht backen lässt. Ja, jetzt hat er den Kampf aufgenommen. Er will wissen, ob du stark genug bist, um zu widerstehen. Ob wir stark genug sind.